ich bin der Roberto, der Clown im Zirkus Humberto. Aber wir sind jetzt hier in Hohenschönhausen. Noch bis 13. November gastieren wir hier. Wie in den vergangenen Jahren zuvor auch, ist das unsere letzte Station. Und in den letzten Jahren war das immer ein toller, super Erfolg. Wir haben super viele Zuschauer hier in Hohenschönhausen immer gehabt. Leider haben wir jetzt ein paar Einbußen durch diese Horrorclowns-Geschichte. Aber ich hoffe, dass die Leute sich nicht einlullen lassen und uns trotzdem weiterhin so toll besuchen. Kommt ins Zirkus, schaut euch die richtigen Clowns an, überzeugt euch. Wir machen nur Spaß. Wir machen Spaß mit Kindern. Wir versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist für unsere Clowns, also wir als Clowns versuchen das, den Leuten zu übermitteln. Und das kommt bis jetzt immer super an und diese Horror-Clowns-Geschichte passt einfach nicht dazu. Also hallo ihr Horror-Clowns da draußen. Wir bitten euch doch, wir als Zirkus und alle Zirkusse in ganz Deutschland und Europa, bitte lasst diesen Unsinn. Ihr schädigt sehr brutal unser Geschäft. Wir haben sehr viele Zuschauer, die sich bei uns melden, an der Kasse, telefonisch, übers Internet. Ob wir auch Horrorclowns im Zirkus haben, natürlich nicht. Wir sind ein Zirkus mit allen drei Säulen, Artistik, Klonerie und Tiere. Und wir möchten doch bitten, dass ihr diese Sachen, Leute erschrecken, Leute angreifen und brutale Sachen gegen Zirkusgäste, gegen Zirkusfreunde und auch gegen alle Leute überhaupt, bitte unterlasst das. Das ist für uns sehr schädigend. Wir haben sehr viele Einbußen momentan. Wir haben momentan sehr mit euch zu kämpfen. Überlasst diese Clowns-Geschichte den Profis wie uns. Wir erfreuen die Zuschauer und alle Leute als Clowns. Und diese Horrorsachen, die gehören einfach nicht als Clown dazu. Es gibt andere Bereiche, wo ihr euch frei auslassen könnt, aber bitte nicht als Clown und bitte keine Leute erschrecken, nicht Angst machen und natürlich nicht überfallen. Dankeschön.